dass wir auch ein bisschen Ton haben. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Gebt mir da auf jeden Fall nochmal ein Feedback, wie es mit dem Ingame-Sound ist. Ob der laut genug ist oder zu laut vielleicht sogar, dass wir das noch ein bisschen pegeln für euch. Je nachdem, kommt ja immer auch drauf an, wie laut das Tim entsprechend eingestellt hat. Upsala, bin ich zweimal auf die Taste gekommen. So, also, wir gehen in-game. Hinspiel seht ihr auch links oben im Overlay entsprechend. Und Gian Yajala von links nach rechts. Von RB Leipzig der Spieler und Mo Aubameyang, The Stranger von rechts nach links vom FC Basel in den typischen Basel-Trikots. Und wir gehen also rein. Auftakt der Summer Season in FIFA 18. Gian mit dem ersten gefährlichen Angriff bereits hier im Strafraum. Kommt vielleicht nochmal dazu nachzusetzen. Nein, The Stranger kann klären und damit hier also das erste Mal Ballbesitz für den amtierenden deutschen Meister, den Sieger der virtuellen Bundesliga. Der in seiner typischen 4-2-3-1-Aufstellung erstmal beginnt. Aber direkt mit einem Fehler im Spielaufbau. Also noch sind die beiden nicht so ganz drin. Stranger kommt ja auch aus dem Sommerurlaub in Kroatien gewesen. Bisschen die Seele baumeln lassen, aber auch das Training durchaus noch weiterhin aufrechterhalten. Insofern sollte er nicht komplett ohne Spielgefühl hier drin sein. Marv gibt es gerade im Second Stream zu sehen. Mit Ausrufezeichen Spieltag bekommt ihr auch immer die Commands, beziehungsweise bekommt ihr immer die Infos. Upsala. Stranger jetzt mit einem gefährlichen Angriff und dann der Querpass von Gian. Sehr riskant, geht aber nochmal gut. Bisher macht Gian auf jeden Fall einen guten Eindruck für mich. Stranger steht sehr tief, verteidigt relativ abwartend auch. Kommt nicht so richtig in die Zweikämpfe, was ihn sonst eigentlich so auszeichnet. Jetzt zurückgelegt auf Kanté und dann aber Vieira zur Stelle. Eine gute Kombination. Stranger mit Rullet und mit links macht er den tatsächlich rein. Ganz komischer Abschluss, aber funktioniert und damit hier so ein bisschen aus dem Nichts in der 28. Minute die Führung für den Mann vom FC Basel. Einmal gut gedreht am Strafraum mit L1 und dann mit links Innenseite, den dort irgendwie reingeschoben.
Aber Gian lässt sich davon nicht beirren. Rette den Ball hier sogar auch noch, aber dann natürlich schwierig für Ronaldo so schnell noch die Richtung zu ändern. Oh, das ist schön durchgesteckt. Son kommt aber nicht so richtig an den Ball ran, beziehungsweise ganz am Ende dann auch eine komische Bewegung. Und jetzt The Stranger wieder über außen. Bringt mal die Flanke. Oh, Valencia stoppt gerade noch so vor Hulle. Der hätte ansonsten natürlich sich diese Chance höchstwahrscheinlich nicht entgehen lassen, um auf 2:0 zu erhöhen. Gut durchgesteckt über die Außen. CR7, Vieira kommt nicht ran und dann eigentlich schön zurückgezogen, um den Ball weiter zu stecken. Bisschen Glück für Stranger, dass er dort dann trotzdem noch rankommt. Boah, wieder so ein Steilpass, genau in die Lücke. Schusstäuschung in Stand, wird eingesetzt. Mit leichter Richtungsänderung noch dazu und jetzt die Kombination. R9, Dragback geht vorbei, Übersteiger, Hacke zu Hacke, nochmal zurückgelegt, 2 Cruyff-Turns. Jetzt muss er wieder es langsam über die Außen machen und dann der freche Versuch direkt wieder durchzustecken. Jetzt viel Platz für Neymar, das könnte gefährlich werden. Hacke zu Hacke, Flachschuss und der sitzt, das hat man schon im Ansatz gesehen, wie Neymar dort den kurzen Antritt macht nach dem Hacke zu Hacke und dann zu viel Platz hat für den Abschluss. Und ja, der Team of the Season, der macht dann so einen natürlich auch rein. Stranger ist so eine Maschine, wird geschrieben. Und das stimmt auf jeden Fall. Er ist nicht so richtig reingekommen anfangs in die Partie, aber hat dann zweimal eine gute Aktion gemacht. Das 1-0, sicherlich auch ein bisschen glücklich vom Abschluss her, aber hier beim zweiten Tor kann man nicht viel sagen. Das war der Ballverlust von Gian, der dort den Ausschlag gegeben hat, dass auf einmal so viel Platz war auf der linken Seite. Ja, und trotz 60% Ballbesitz für den eigentlich so schnörkellos nach vorne agierenden Gian steht es hier 0:2 aus seiner Sicht. Schauen wir mal, ob in der zweiten Halbzeit noch was Zwingendes vom Titelverteidiger kommen wird. Behauptet sich gut. Jetzt ist Platz da. Mal sehen, ob er im 1 gegen 1 was Kreatives macht, aber letztendlich ist die Drehung zu simpel. Viel Platz über die Außen, aber der Steilpass kommt nicht. Stattdessen Druckpass, gut rausgedreht. Nächster Druckpass, das macht ein Stranger immer so gut. Aber Gian mit einer guten Grätsche dazwischen. Oh, und jetzt die Möglichkeit. Entscheidet sich in die Mitte zu legen, kriegt nochmal den Vorteil gepfiffen. Gute Position. Gibt ja inzwischen durchaus einige Varianten. Legt quer auf Ronaldo, nochmal auf Son und dann, ja, natürlich schwierig da ein Durchkommen zu finden, wenn die Defensive so dicht gestaffelt ist. Dennoch, Gian immer wieder mit guten Angriffen dahingehend, dass er an den Strafraum rankommt, dass er in die gefährlichen Spots kommt, bloß dort macht er dann zu wenig draus.
gut gesehen, dass die Lücke für den Steilpass da ist. Dann letztendlich aber trotzdem in der Unterzahl. Jetzt ist mal auf halbrechts ein bisschen Platz für Ronaldo. Und dann, ja, natürlich ein bisschen unglücklich, will er eine Aktion machen, um hinzugehen. Und dann gibt es sogar die rote Karte jetzt hier für Cristiano Ronaldo. Absolut unglückliche Aktion. Natürlich aus Sicht vom Titelverteidiger, weil er in der Situation mit einer Flanke oder so noch hingehen wollte, bin ich mir sicher. Und dann letztendlich daraus die Grätsche resultiert ist, weil der Ball schon weg war. Bitter, bitter, bitter. Jetzt wird er nochmal umstellen. Hier sieht man 4-2-3-1 war ursprünglich die Formation, mit der er in dieses Spiel reingegangen ist. Und das macht es natürlich jetzt umso schwerer, hier noch auf den Anschlusstreffer und potenziell einen Ausgleich zu drängen. In Unterzahl, und man kann argumentieren inzwischen, seit es R9 gibt, aber höchstwahrscheinlich immer noch von vielen der absolut liebste Offensivspieler, der nicht mehr am Start ist. Jetzt ist auch Platz für die Konteraktion, und dann gut antizipiert, mit Maldini rausgerückt, früh den Innenverteidiger angewählt. Das sind natürlich einfach Sachen, die die Top-Spieler hier konstant drin haben, automatisiert haben. Gian lässt sich auf jeden Fall nicht unterkriegen, das kennen wir so von ihm. Und das weiß aber natürlich auch sein Trainingspartner, The Stranger. Dass er hier auf keinen Fall nachlassen darf, selbst in Überzahl nicht. Jetzt rollt Platz und dann ansatzlos der Flachschuss. Anschlusstreffer für Gian Jagiela. Zum 1:2. Und damit ist er also wieder zurück im Spiel. Und ihm verbleibt noch knapp eine Viertelstunde. Wer diesen jungen Mann kennt, der wird wissen, dass einem Stranger jetzt hier dieser Ein-Tore-Vorsprung mit fast schon höherer Wahrscheinlichkeit nicht reichen wird, als dass er den über die Zeit retten kann. Wieder der Hacke zu Hacke mit Neymar. Diesmal war der Winkel aber dann doch ein bisschen zu spitz. Und Valencia stoppt dann am Ende fair. Ich bin mir eigentlich auch schon fast sicher, dass wir gleich nochmal eine Pause sehen werden. Wo dann nochmal alles nach vorne geschmissen wird. Oh, das ist wunderbar kombiniert, und da ist tatsächlich Goretzka mit dem 2:2. Es ist unfassbar, wie immer wieder die Comebacks von Gian kommen. Da ist es auch egal, ob es nur noch die Nachspielzeit ist, die er hat für zwei Tore, oder ob es eben 20 Minuten sind, aber mit einer roten Karte oder was weiß ich. Er kommt immer wieder zurück. Aber jetzt die Abseitsfalle. Nach Anstoß. Die ist in die Hose gegangen. Neymar hat Platz. Neymar marschiert. Schusstäuschung in den Stand. Flanke. Rullt. Aber Ramos, der klärt noch rechtzeitig. Dennoch die Eckballvariante. Flanke. Wieder zweiter Pfosten. Und da ist dann R9. Mal eine andere Variante. Von Stranger. Direkt mit dem Druckpass an den kurzen Pfosten. Und dann die L1-Flanke. Wieder das 3:2, wieder die Führung für den Mann vom FC Basel. Was für ein Auftaktspiel.
Gute Kombination wieder, Hacke zu Hacke. Hullet kriegt ihn nochmal, aber kann ihn dann nicht kontrollieren, weil er da auch so ein bisschen aus der Balance gebracht wird. Aber für einen Elfmeter wird das nicht reichen. Und Stranger, 2 Minuten Nachspielzeit nur noch, die er hier von der Uhr laufen lassen muss. Gian probiert nochmal ins Pressing zu kommen, aber die Räume sind da und dann ist es auch der Abpfiff. The Stranger gewinnt das Auftaktspiel der ESL-Meisterschaft Summer Season gegen Gian Yajala mit 3:2. Was für ein Spielverlauf, erst die 2-Tore-Führung und dann nochmal rangekommen